Hallo, und da sind wir wieder bei Staffel 6. Das hört sich irgendwie pervers an. Na egal. Staffel 6. Nee, Staffel 6. 6. Wir machen jetzt weiter. Und zwar war ich noch im Nether und habe Nether weggeholt. Scheiß Vanillaschote da. Braucht kein Mensch. Wir brauchen Flint and Steel. Flint and Steel heißt jetzt Flint and Steel. Also man braucht auch Stahl, nicht so wie früher ganz normal mit Eisen. Überall Stahl. Wir haben ja Stahl hergestellt, das wisst ihr ja. Yeah. Ohne Grund habe ich das nicht hergestellt. Da machen wir Nuggets draus. Und können Stahl und ein Flint. Flint habe ich sicher. Da. Bekommen Flint and Steel. Und ich denke mal, ihr wisst schon warum. So. Ich hoffe, ihr wisst es. Warum? Der wächst hier nicht mehr, also. Irgendwie weiß ich nicht. Entweder ist das, keine Ahnung, funktioniert das nicht so, wie ich will? Kann ich den abbauen? Ja. Schmeißen den mal in die Kiste rein. Hier machen wir mal Platz. Vielleicht braucht er um sich einfach genügend Platz. Au, weh tun tut er. Fressen. Jetzt machen wir da weiter, wo wir letztens aufgehört haben. Wir haben ja hier unsere Wasserpumpe. Den schönen 8-Bit-Sound oder so. Egal. Kann 24 Eimer speichern. Dann bauen wir unsere Steam-Turbine. Die bauen wir jetzt. Ich muss kurz überlegen. So, wenn wir die hier so bauen, kommt hier die Pipe und hier können wir an. Genau, die bauen wir. Nee. So geht auch nicht, weil das Wasser ist. Ich teste einfach mal, wenn wir die. So kann man sie hinbauen, das passt eigentlich eh. Die stellen wir hier hin. Output, ne? Rot, ist eh klar. Dann braucht die unten eben eine Feuerstelle, weil hier sieht man wieder, man braucht ja, Temperatur und hier wieder Flüssigkeit. Info können wir mal gucken. Ja, Source of Heat, also ein Source Block of Heat und Wasser rein. Die produziert dann 32 Newtonmeter, 512 Grad und 16 Kilowatt. Hier kann man es nochmal schauen. Source Water and Heat, bla bla bla. Und darf nicht über 150 Grad kommen. Das heißt, man sollte hier keine Lava drunter setzen. Ich habe auch Lava mit. Bei Lava produziert die, ich glaube, mehr als wie 150 Grad und dann explodiert sie. Deswegen macht man das mit Feuer, dann klappt das. Hier haben wir Liquid Pipes, die kann man hier hinsetzen und siehe da, das sind wirklich Liquid Pipes. Bombe, Flüssigkeit durch die Pipe hier in die Steam Engine, die wird voll. Wird hier auch voll und wenn die ganz voll ist, dann. Also wenn die genügend Temperatur hat, hier oben sieht man ja schön, ich glaube ab 100 Grad. Dann produziert die Energie, beziehungsweise fängt hier an zu drehen. KPA. Kilopaket oder was soll denn das heißen? Ne, Kilopaket passt nicht. Dank 0. Auf alle Fälle, ja, die füllt sich jetzt. Das ist das Wichtigste. So immer Plus haben. Schaut halt doof aus. Schaut aus, als raucht die jetzt, aber egal. 778 Grad. In der Zwischenzeit müssen wir weiterbauen. Und zwar, wir brauchen dann noch. Ja, was machen wir mit der Energie? Wir können hier jetzt Maschine anschließen. Will ich aber vorerst mal nicht. Ich will jetzt nur mal Energie sammeln. Es gibt so was ähnliches wie Energiezellen, so wie von Thermal Expansion. Die nennt sich Coil. I think I can, genau. Da gibt es Coils. Das sind hier Industrial Coil. Ich bin begeistert, die heißen ja alle Industrial Coil. Ah, der Unterschied ist, hier können wir 720 Megajoule speichern. Und hier 240 Terajoule. Ich schätze mal. Wir werden uns mal die Standard bauen, weil die andere können wir uns noch nicht bauen. Das ist Bedrock. Das haben wir nicht. Okay. Also ich sehe schon, wir brauchen hier mal unheimlich an HSLA-Stil. 18. Noch immer kein extra. Ah, jetzt ist er. Bullshit. Wenn wir mal den da aufstellen, was macht er da? Erntet der den Busch? Nee. Braucht er irgendein Item? Ah,
Okay, aber das haut das nicht auf. Egal, weg damit. Müssen wir nicht haben, können wir auch per Hand ernten. Sonst nehmen wir einen Harvester mal. What the fuck is that? Fusion Coal, ne. Wir haben 20, 20 zu wenig, das heißt wir brauchen noch Eisen. Glas haben wir fertig. Eisen, ne, Zinn. Haben wir noch Eisen? 16. Da muss ich wieder offline meinen gehen. Ah, hier ist auch noch drin. Klopfen wir mal ein bisschen drauf, dann kann ich ein bisschen was erzählen zwischendurch. Ja, warum fange ich mit Rotorycraft an? Weil, wie gesagt, am Anfang, ich möchte mal was anders testen und dachte mir, wenn ich die Mod schon durchteste, kann ich auch mal ein Video dazu machen. Oder zwei oder drei oder ein Let's Play draus. Egal. Man sieht hier hinten schön, wie sich die Engine da dreht. Ich hoffe, die explodiert nicht. Wir haben jetzt 125 Grad durchgehend. Das ist, weil wir unten Feuer haben und kein Lava. Hätten wir Lava, würde die Temperatur immer wieder steigen. Was nicht gut ist. Not good. Und wir müssen schauen, dass wir hier mal weiterkommen, dass wir das Eisen nicht immer mit Hand machen müssen. Aber das machen wir erst dann wahrscheinlich in der nächsten Folge, nachdem ich hier die Keule gebaut habe. Diesmal wichtiger. So, diesen den brauchen wir mal. Dann brauchen wir, ich glaube, die brauchen wir auch, oder? Hab ich das jetzt irgendwie in Umwinkel irgendwo mal? Nee. Oh, jetzt kann ich da durchrennen. Wir brauchen hier einmal, dreimal, okay. Ich mache hier eins nach dem anderen, nicht, dass wir zu viel haben. So. Wir haben da, den Stickhammer, den Hammer. Und die zwei und zwei Sticks, so. Das heißt, die zwei und zwei Sticks, so irgendwie waren das, oder? Genau. Wie viel brauchen wir von denen? Den haben wir und zwei Sticks. Ne, zwei Sticks haben wir nicht mehr. Das heißt, wir brauchen noch Sticks. Und ihr seht, da geht schon ziemlich viel drauf. Den Stick haben wir, den brauchen wir jetzt zweimal. Den. Da geht echt jede Menge drauf. So, dann hier rundherum, das ist sozusagen ein Lager, wie man sieht. Also Kugeln um einen Stahl sind ja eigentlich Lager. Das sollte ja fast selbsterklärend sein. Oben, unten und ein Stick. So, genau. Beugt, das ist eigentlich eine Bremsscheibe, oder? Wenn ich das richtig verstehe. Die haben wir. Dann müssen wir das hier, das Feder, um mal ein Stick. Feder ist klar, wir brauchen 9 Stück. Brauchen wir noch viel von diesen Eisen hier. Das heißt für uns auch viel Eisen noch. Das heißt noch viel mit dem Grindern. Aber ich will zuerst diese Coil haben. Diese Coil, wie gesagt, ist so eine Batterie. Und da kann die nebenbei aufladen, denn die brauchen wir später. Da drüben kann die aufladen. Und dann können wir uns endlich mal auf die Erzverarbeitung konzentrieren. Ich werde dann wahrscheinlich nach dieser Folge sowieso mal meinen gehen. Oder wenn wir zuerst die Erzverarbeitung machen, keine Ahnung. Da muss ich mal gucken, wie wir am weitesten kommen oder am besten weiterkommen. Wie ich Lust und Laune habe, ist natürlich das nächste. Ist nicht so ohne. Wir haben jetzt noch kurz überlegen. 4 Minuten? Ja, circa. Oder auch nicht, doch, ja. Ich war kurz im Nether. Ja, ein bisschen haben wir noch. Wir werden es überleben, wenn nicht, dann auch egal. So, dann haben wir nochmal 6 Stück. Können wir die auch rein tun? Dann haben wir hier 8. Brauchen 9. Eins noch. 9. Eigentlich sollte man hier extra was bekommen. Blablabla. Komisch. Gunbau, da haben wir auch nicht mehr viel. Da müssen wir aufpassen. So. Nochmal 9. Es wird alle viel zu wenig sein, glaube ich.
glaube, da werde ich vorher noch Mining gehen müssen, weil wir brauchen dann auch noch für die Erzverarbeitung Eisen jede Menge. Oh. Echt mal gucken gehen. Bla 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 bla. Was müssen wir dann noch machen? Hier eh nichts mehr. Mit Rotary Craft sind wir dann vorerst mal fertig. Fürs erste Mal. So. Da habe ich ja gesagt, 9 brauchen wir davon. 3 haben wir schon. Brauchen wir echt 9 davon? Weihungsprint. Das sind die doof oder was? Naja, okay, aber dafür kann man relativ viel speichern, gell? Kann man die nicht stacken? Ach, Menno. 2, 3. Kann man die zurückwerfen? Nee. Das heißt, ich muss Platz im Inventar schaffen. Noch so. Die Lava-Eimer packen wir jetzt mal rein. Vielleicht brauchen wir die noch. Das heißt, wir müssen noch weiter am Grinder kloppen, damit wir hier vorankommen und noch ein wenig Eis bekommen. Ich hoffe, dass ich die Coil noch fertig bekomme in dieser Folge, sonst müssen wir die Folge länger machen. Ist auch egal. Mal gucken. Wir brauchen noch jede Menge Eis. Warten 4. 3 haben wir, 9 brauchen wir, 12. Sind 3. Uah, so viel noch. Ich möchte nicht rechnen. So, 8 haben wir. Jetzt fehlt hier Fuel. Da können wir ruhig mal jetzt mehr reintun, denn da muss jede Menge Eisen durch. 5 Stück haben wir noch. Dann heißt es meinen gehen. Da bleibt nichts über. Da müssen wir meinen gehen. Das heißt, ich werde wahrscheinlich die Folge dann danach Mining gehen und danach werden wir erst Erzverarbeitung bauen. Sonst hätte das ja auch keinen Wert. Aber ich weiß, was ich jetzt mal testen werde. Das, dann haben wir ja hier diese. Wenn ich die, ich glaube, hier zusammen tue, kriege ich. Ne, kriege ich nicht mehr raus. So vielleicht? So. Kann ich das nicht irgendwie da verdoppeln mit denen? Okay, anscheinend nicht. Kann ich Eisen verdoppeln? Könnte ich wahrscheinlich. Mal testen, ob Eisen geht. Ah, da kriege ich 2 raus. Das muss ich leider jetzt so machen, Leute, damit wir an Eisen kommen. Denn wir brauchen jede Menge Eisen. Ich will das noch in dieser Folge fertig haben. So, dreimal. So, jetzt gibt Gummi, Alter. Gunpowder haben wir auch nicht mehr so viel, da müssen wir auch gucken. Ihr dürft euch nicht wundern, warum ihr jetzt die Aspekte hier oben seht. Das liegt daran, weil ich den das Savecam von anderen genommen habe, damit ich bei Formcraft nicht alles wieder researchen muss. Denn das habe ich echt keine Lust mehr. Bei meinen anderen Let's Play habe ich ja schon geresearched. Da war einfach dann die Research reinkopiert. Dann passt das wieder. 9. Also irgendwie kommt da nicht mehr raus, so wie im Internet steht. Keine Ahnung. So war das, gell? Und so. 7. Dann brauchen wir jetzt so. Dann haben wir 6, 7, 8. Ne, 8 brauchen wir nicht, 9. Wäre falsch gewesen. So, ich glaube um ein Stick rum war das, oder? So, ein Stick. Ja. Das ist, ich glaube, sozusagen die Kupplung, oder nee. Das ist eigentlich so eine aufziehbare. Schaft, haben wir noch einen? Ja. Und jetzt nach unten das, dann haben wir es. Ah, und eine Platte. Platte habe ich keine mehr. So. So war das, oder ja. So, und jetzt können wir noch schnell zusammenbauen, dann wisst ihr, um was es geht. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie das zusammengebaut gehört, so. Industrial Coil, nehmen wir raus. Ihr seht 720M. Und die können wir jetzt hier platzieren. Grün war Input,
Rot Output, und wir hier schauen, was ist für Output, das interessiert keinen. Zack, hier lädt sie sich unten 160. Ach, jetzt sind wir da. 119, 139, 152 Kilojoule. Wir haben aber Megajoule, ne? Jetzt hört man, dass die anständig arbeitet hier. Wasser muss immer genügend da sein, damit sie nicht explodiert. Und wie gesagt, da kann man dann den Output einstellen. Das schauen wir dann mal. Da müsste eh dann drin stehen. Bla bla bla. Energy, oh, bla bla. Da kann man gar kein. Nee. Das passt schon so. Kann man die Rate einstellen und das Drehmoment, glaube ich. Ja, nur Newtonmeter ist Drehmoment. Gut, dann war es das erstmal. Ich werde mir noch überlegen, ob wir jetzt die Erzeverarbeitung bauen oder ob ich zuerst meinen gehe. Da schaue ich dann mal. Also, ich wünsche euch viel Spaß. Ich hoffe, es hat gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut.